Kostüme in drei verschiedenen Farben tragen. Wir müssen raten. Noch eine ihrer exzentrischen Ideen. Uns bleibt wohl keine Wahl, als mitzuspielen. Das wird brillant. Ich würde die ganz gerne ausrauben. Das ist sicher unfassbar langweilig. Wenn ihr keinen Spaß haben wollt, solltet ihr besser nach Hause gehen. Und wenn wir erst den Wein haben... Freuen Sie sich schon auf die Feier? Ach du Scheiße, was hat sie denn für eine? Kacke, Alter, die Frau hat ein Baby. Ich werde mir von der Warterei noch die Säule ein Baby aus dem Kopf. Sterben. Das würde ihr sicher gefallen. Warum wartet ihr nicht hier wie ein echter Gentleman, während wir hineingehen und uns über MSD... Das sieht aus wie so auf Drogen. Was für eine scheußliche Maske. Wo kann ich so eine bekommen? Pendleton, sind Sie es? Jo. Warte mal. Hier, wie hieß denn der? Das Leben wäre ohne diesen sieht doch genauso aus, oder? Wir sterben vermutlich schon beim Warten auf M. Hannibal Lecter, genau. Worauf genau? Alles. Ich glaube, das ist ein bisschen daran angelehnt. Ah, ich kann auch durch die andere Tür, aber egal. Ich nehme jetzt einfach mal diese dämliche Einladung. Hallo? Ihre Einladung, bitte. Hier ist meine Einladung. Immer hier entlang, Sir. Wer bist du denn? Stehst nur so dämlich hinter mir. Hallo? Na? Was für eine Maske. Kranker Typ. Hey! Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Daran habe ich nie gezweifelt. Cool. Gucken wir mal, was die hier so haben. Eventuell können wir es gut, das nicht. Eventuell haben die was, was wir vielleicht hier noch gebrochen. Auf alle Fälle haben wir jetzt erstmal einen Schlüssel. Ah, ein Haftgranaten. Hi. Da gibt's nichts drin zu sehen. Wieder so ein Spiel. Die waren früher mal lustig, aber heute... Worum geht's heute Abend? Wir spielen wohl Wer ist wer? Ihre Haare und ihr Make-up sind identisch. Was zum Dampf? Schaltet den Alarm ein! Alle, bitte! Das ging ja super! Fick dich. Alter. Ach du Scheiße. Wo kommen die denn alle her? Yo, was geht ab? Bitches, Party Time! Oh fuck, ich hab keine Kugeln mehr. Au, 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 au. Warte mal, Missionshinweis? Oh. Ups.
Lass mich raten, jetzt bin ich erstmal alle Wachen los, wa? Oh, Alter, so kann ich das doch nicht machen. So geht das nicht. Ernsthaft? Ich kann da nicht einfach reinmarschieren. Ernsthaft, ich lasse jetzt einfach... Lass ich jetzt einfach so. Guck mal einfach hier. Wenn der nicht guckt, so. Ich kann nicht ohne. Schon wieder so ein Spiel. Die waren früher mal lustig. Hey, ich lauf da rein und... Ach, hey, achso, ich soll die töten? Ich dachte, ich soll die nicht töten. Ich dachte, achso, doch, ja, doch, er hat gesagt, soll ich töten. Hallo. Hallo, die Balls wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend. Finde ins Innere hinein. Durch die Vordertür, vielleicht. Vorsicht, wir wollten mal oben nachschauen, doch die Wache ist ein Spielverderber. Ich hätte ihm Manieren beibringen sollen. Diese Feier ist ein Witz. Er macht sicher nur seinen Job. Auf ein Fest wie dieses kann sich jeder einschleichen. Entschuldigung, mein Cousin ist ein Marquis. Ich meinte doch nicht Sie. Aber die Leute sind verzweifelt. Und die Boyles schwimmen derzeit im Geld. Wieso immer? Unsinn. Waverly bezahlt bloß einige Offiziere der Wache, um die Leute zu beeindrucken. Wird Ihre Besessenheit mit diesen Boyle-Frauen jemals enden? Mhm. Cool, der hat sein Glas auch immer verschwinden lassen. Hallo? Wer bist du? Sie stinken wie die Gosse. In den Slums unterwegs gewesen, was? Haben Sie von Mrs. Brinsley gehört? Das werden Sie nicht glauben. Wo ist denn dieser Shaw? Sie ließ einen Diener einstampfen. Willkommen im Haus Boyle. Wer bist denn du? Willkommen auf meiner Feier. Ich glaube, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Ah, die ist also eine der Lady Boyle. Boyle. Und wer bist du? Ich weiß, warum ihr heute hier seid. Wir müssen reden. Privat. Ah, das ist der Lord Bisbee. Ja, cool, sich so unter Wachen zu bewegen, so ganz ohne Sinn und... Oh, da ist so ein Cognac. Den nehme ich mal mit. Ich bin ein Freund von Pendleton und habe für eure Sache schon einiges getan. Ich kenne ihr heutiges Ziel. Es ist, wie soll ich sagen... Die Frau, die ich liebe. Sollten Sie sie unversehrt zu mir bringen, werden Sie nie wieder von ihr hören. Das schwöre ich. Unter der Küche befindet sich ein Keller. Dort warte ich auf Sie. Ich bin nicht stolz darauf, aber es ist besser, als Sie tot zu sehen. Ihr Name ist Esma. Ich werde ihr nichts antun. Ehrenwort. Ich habe meine Prinzipien. Bringt sie einfach zum Keller. Was immer Sie wünschen, Sir. Für immer. Okay. Sie sollten das als eine Gelegenheit sehen. Wozu? Ein Händler zu sehen? Ist doch gut. Der Stadtwache beizutreten? Ihr Haus hat im Krieg... Na los, greifen Sie zu. Das macht jeder. Mein Diener hat mir dafür eine weitere Tasche eingenäht. In der Tat. Na, wenn es weiter nicht ist. Beeindruckende Maske. Stehen Sie auf der Gästeliste? Was sonst? Hallo. Ich hoffe, dass Sie auf der Gästeliste stehen, Sir. Nicht so ernst. Guten Abend. Ist alles in Ordnung? Ich möchte ein Schäferstündchen. Nicht mit dir und nicht mit dir. Was war hier los? Ey, ich kack hier gerade. Sag mal, was soll denn das? Gut, ich bin fertig. Könnte sie auch einfach... Ja, hau ab! Wo ich dich jetzt eigentlich auch wie einfach erwürgen könnte und eventuell wärst du ja die Richtige, ich weiß es gerade nicht. Und muss es ja auch Hinweise geben. Ah, da ist Lord Shaw. Da ist... Auf. Ach, du Schande! Soll denn das hier sein, Wahl? Wenn so die Wahl bei denen aussehen, echt hässlich, die Viecher.
Das wollen Sie nur glauben machen. Passen Sie auf, was Sie sagen. Ich sage nichts gegen den Lordregenten. Der Einzige, der die Stadt entschuldigen soll. Das klingelt, würde er reinpinkeln. Du hast einen Drink geholt. Du bist heute für die Musik verantwortlich, wa? Du da, weitergehen. Ist ja gut, Mann. Gruselige Maske. Mit mich? Du bist gruselig, du mit deiner Make-up-Maske, du. Okay, dann mal wieder auf in den Garten. Ja. Pendleton? Was hat er mir zu sagen? Pendleton ist ein feiger, lügender Drecksack. Ich hoffe, er bezahlt sie gut. Es ist verdammt kalt heute Abend. Beeilung. Schauen wir, was sie können. Hey, bei was denn? Lord Pendletons Vertreter wird seine Waffe wählen. Hä? Warte mal, ich soll mich jetzt mit dem duellieren? Wir werden heute Zeuge eines Ehrenduells. Dieser anonyme Ehrenmann tritt stellvertretend für den Herausforderer Lord Trevor Pendleton gegen den herausgeforderten Lord Shaw an. Beide werden sich umdrehen, zu den markierten Positionen gehen und sich so lange nicht ansehen, bis ich bis drei gezählt habe. Danach drehen sie sich um und schießen. Ich töte diesen Narren und dann können wir alle wieder reingehen. Verzeihung, mein Lord. Wir fahren fort. Halt! Bleiben Sie da stehen. 3 2 1 Okay, ich habe ihn umgenutzt. War erfolgreich. Na dann. Und das ist noch ein toter Gast. Was machen wir jetzt? Es ist doch gut, dass wir gefragt sind. Ich hörte, dass die Estermonts sehr gut zahlen. Fragen wir heute besser nicht. Vielleicht finden wir ja irgendwo etwas Brandy. Die Boyles können alleine aufräumen. Hau rein. Aber ehrlich, ernsthaft, der muss durchsterben. Seine Maske ist echt hässlich. Gehe ich aber nochmal in den Ballsaal. Eventuell finde ich ja... Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Wir haben den Nutzen der Wahl entdeckt und darauf ein Imperium errichtet. Das ist der Beginn an Entschuldigung. Sie? Ein Gentleman? Sie sollten wissen, dass ich in jeder Situation so ehrenhaft bin. Scheiße, ob man seine Maske... habe. Ich bat Sie doch davon nicht zu sprechen. Ich könnte Ihnen ein vorzügliches Angebot machen. Seien Sie... Warte mal. Angeblich gehört den Boyles. Was, wenn ich sie aus der Stadt bringen könnte? Oh fuck, sind die abgefuckt, die Masken in dem Game. Ich glaube Ihnen nicht. Doch sollten Sie die Wahrheit sagen, sollten wir uns... Oh mein Gott, Alter. Entschuldigung. Lassen Sie ihn in Ruhe. Das ist eine Feier. Das hier ist ein Gespräch unter vier Augen. Das ist eine Feier. Da trifft man nun mal Leute. Treffen Sie so viele Sie wollen. Wir reden später. Was für eine skandalöse Maske. Aber ich mag Männer mit schlechtem Geschmack. Würden Sie mir einen Drink holen? Das wäre sehr freundlich. Okay. Das war's. Sie kriegen Ihren Drink. Vielleicht kommen wir ja ins Gespräch. Hau ab. Unterhalten Sie mich. Vielen Dank. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Spielen Sie Lady Boyles Ratespiel? Ich weiß genau, dass Waverly heute weiß trägt. Vielleicht gibt sie vor, eine Jungfrau zu sein. Außerdem trägt Lydia rot.